Gestern gab es ja das ORF-Sommergespräch mit unserem Parteichef Herbert Kickl. Und ich muss wirklich sagen, ich habe Respekt vor ihm, dass er sich dieses Sommergespräch angetan hat. Er hat ja eingangs der Fragerunde schon gesagt, dass eigentlich dieses Zimmer, das im Parlament dazu verwendet wird, um die Sommergespräche durchzuführen, einem Stasi-Verhörraum gleicht. Und ich kenne diese Räumlichkeiten auch und ich kann ihm dabei nur beipflichten. Fraglich ist auch, warum der ORF hergegangen ist und erstmals in der Geschichte der Sommergespräche nicht live gesendet hat, sondern sie aufgezeichnet hat. Also auch da denke ich mir, hat man zumindest irgendwo im ORF einmal darüber nachgedacht, dass man vielleicht dann Passagen herausschneidet, die dem ORF vielleicht nicht so passen oder der veröffentlichten Meinung oder der Regierungsmeinung oder wem auch immer. Also ich glaube, das kann man hier mal ganz klar herausarbeiten, das dürfte ein Motiv dafür gewesen sein. Abgesehen davon möchte ich wissen, was man der Bevölkerung damit eigentlich sagen möchte, wenn man ein Sommergespräch aus dem neu renovierten Parlament macht, das schlussendlich fast eine halbe Milliarde Euro verschlungen hat und dann genau dieses Kammerl herzeigt. Also auch das lässt ein bisschen nachdenklich machen, was eigentlich der Sinn und Zweck dieses Sommergesprächs und vor allem dieses Settings gewesen ist. Interessant ist aber, wenn man sich die Zahlen der Sommergespräche anschaut, die bisher gelaufen sind. Da war ja zuerst die Beate Meindl-Reisinger, die beliebteste Politiker Österreichs, bekanntermaßen. Das sehe ich immer wieder bei den Zugriffen auf meinem Kanal. Übrigens, wer informiert bleiben möchte, bitte einfach ein Gefällt mir da lassen, ein Abo klicken und wenn es nicht schnell genug gehen kann, die Glocke aktivieren. Ja, das zweite Sommergespräch war mit Werner Kogler und das dritte eben jetzt mit Herbert Kickl. Interessant sind die Zahlen, denn bei Herbert Kickl haben insgesamt zu Spitzenzeiten 850.000 Menschen zugeschaut. 850.000, also das muss man sich mal vorstellen. Im Schnitt waren es dann immerhin noch 775.000 Personen und dann kommt lange nichts. Und dann kommt erst die Frau Meindl-Reisinger mit 496.000 Zuschauern und dann der Herr Kogler mit 424.000 Zuschauern, was insofern dramatisch ist, denn es ist doch gerade die Ökopartei vom Herrn Kogler, die sich zwar immer anmaßt, die Österreicher dort und da erziehen zu müssen, dort und da zu belasten und uns zu erklären, wie das Leben wirklich funktioniert. Und auf der anderen Seite interessiert sich aber überhaupt kein Mensch mehr für die Botschaften, die der Herr Kogler da irgendwie herumsprüht in einer Sendung, wo man manchmal sich die Frage stellen muss, warum kann der nicht einfach ganz normale deutsche Sätze sagen? Warum muss es en masse Schachtelsätze geben? Und was hat der Herr Kogler eigentlich gesagt, außer viel gesprochen und damit nichts ausgedrückt? Das ist also eine Frage, die auch hier übrig geblieben ist. Vielleicht noch ein bisschen zu Frau Schnabel, die das Interview der Sommergespräche übernommen hat. Man hört aus ORF-Kreisen zwar, dass sie eigentlich gar keine große Freude damit gehabt hätte, die Sommergespräche zu führen, und man hat sie auch gesehen. Sie war wieder mal sehr, sehr schlecht vorbereitet. Sie hat wieder mal die Agenda von irgendwelchen anderen Menschen durchgezogen, aber ganz sicherlich nicht ihre eigenen Fragen überlegt. Und da bin ich sehr froh, dass unser Herbert Kickl so souverän mit den vielen Versuchen umgegangen ist, die Freiheitliche Partei in ein schiefes Licht zu rücken. Und genau deswegen bin ich auch sehr, sehr glücklich darüber, dass wir den Schritt gemacht haben und Herbert Kickl auch zum Parteichef gemacht haben und eines gesagt haben. Natürlich muss ein Herbert Kickl, der nicht zuletzt auch in der Corona-Zeit Schulter an Schulter mit der österreichischen Bevölkerung marschiert ist, auch die Möglichkeit haben, zu zeigen, wie es in diesem Land richtig geht und eben auch der nächste Volkskanzler zu werden. Vor dem Hintergrund ist immer wieder ganz wichtig, wenn man sich dann die Analyse nach der Sendung anschaut, wo dann Journalist und Herr Professor Filzmeier darüber urteilen, wie sich die jeweiligen Gesprächspartner im Sommergespräch geschlagen haben. Da habe ich die Frau Linzinger vom Profil sehr gut gefunden, die dann ihrer Journalistenkollegin, der Frau Schnabel, irgendwie ausrichten hat lassen bzw. kommentiert hat, dass sie eine sehr, sehr geschickte Interviewführung durchgeführt hätte. Also das sehe ich genau nicht, es hat eher unbeholfen ausgeschaut und die Frau Schnabel ist ganz offensichtlich bei der Befragung von Herbert Kickl an ihre Grenzen gestoßen und das schon sehr, sehr schnell. Interessant ist, wenn man sich noch die Themen anschaut, die der ORF hinterfragen wollte und welche Antworten Herbert Kickl gegeben hat. Und für mich war da schon zentral, wie das Thema oder der Themenkreis Europäische Union gekommen ist, dass er gesagt hat, es muss Schluss damit sein, dass ständig Politik von oben herabkommt. Auch im Zusammenhang mit Klimapolitik und Corona und vielen anderen Dingen. Das ist die Brüsseler Politik von oben herab
wo schlussendlich die Menschen, die es bezahlen müssen, ja gar nicht befragt worden sind dazu, ob sie das überhaupt möchten. Und das ist ja die neue Mode. Man entscheidet heute ohnehin über die Köpfe des Souveräns der Bevölkerung hinweg und macht dieses und jenes, vernichtet zig Milliarden oder hundert Milliarden, Milliarden von Euros und die Suppe auslöffeln muss dann schlussendlich die Bevölkerung, die jetzt unter der Inflation leidet und nicht mehr weiß, wie sie das tägliche Leben bewerkstelligen soll. Und da gibt es in den letzten 3-4 Jahren drei eklatante Beispiele dafür. Das eine ist die Klimapolitik, die dazu führt, dass unsere Wirtschaft an die Wand gefahren wird. Das andere ist die Corona-Politik, die den gleichen Effekt gehabt hat. Und jetzt haben wir halt die Russland-Ukraine-Politik mit Sanktionen, die in Wahrheit niemand anderen treffen, außer die eigene Bevölkerung und die dazu führen, dass die Russen zwar immer reicher, Europa aber immer ärmer wird. Und das Gleiche passiert auch übrigens in den Vereinigten Staaten. Ich habe es in meinem letzten Video auch gesagt. Ein weiterer Punkt, der mich sehr interessiert hat, war jener, als die Frau Schnabel versucht hat, den Herbert Kickl da irgendwie ein Bekenntnis dazu abzunötigen, dass wir Arbeitskräfte aus dem Ausland brauchen. Und Herbert Kickl hat ganz, ganz richtig gesagt, Moment einmal, wir haben doch die Möglichkeit in der Europäischen Union, dass Menschen zu uns kommen können, ohne großen bürokratischen Aufwand und hier arbeiten können. Die Frage ist nur, warum tun sie es nicht und warum muss man jetzt sozusagen über den europäischen Raum hinaus hergehen und wiederum Arbeitskräfte ins Land holen, die schlussendlich dann nicht im Sinne von Gastarbeitern wissen, wann sie wieder zu gehen haben, sondern schlussendlich dann mit allen Rechten in unser Sozialsystem aufgenommen werden wollen. Also auch das ist ein Thema, das der Herbert Kickl sehr, sehr gut aufgenommen hat und wo ich froh bin, dass es so erklärt worden ist, auch im Zusammenhang mit der Pflege. Eine Geschichte, die gekommen ist wie das Amen im Gebet, war die Frage zur Situation mit den Identitären und warum die FPÖ gewisse Forderungen der Identitären auch mit unterstützt. Also auch das hat Herbert Kickl ganz, ganz klar beantwortet, weil er gesagt hat, also es ist ein Verein, der sich nichts zu Schulden kommen hat lassen. Es ist ein Verein gewesen, der jedenfalls nie verboten war. Und warum soll man nicht Positionen von einer rechten NGO in diesem Fall übernehmen, wenn sie sich mit den Positionen der FPÖ decken? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade auch in Richtung der ÖVP klar zu machen, dass es nicht sein kann in einem Rechtsstaat, dass man einfach Vereine, die einem missliebig sind, weil sie nicht die gleiche Politik vertreten, die man selber hat oder weil sie vielleicht sogar Kritik üben, dass man die dann sozusagen zuerst einmal auf die rechte Rampe schiebt und den Rechtsextremismus unterstellt und auf der anderen Seite dann auch noch Verbote ausspricht. Das hat es mit uns nicht gegeben, wird es mit uns nicht geben und genau deswegen haben wir hier auch keine Berührungsängste, im Gegenteil. Selbstverständlich sind auch patriotische junge Menschen Teil unserer Gesellschaft und die sind natürlich auch zumindest als Partei bei der FPÖ gut aufgehoben und da gibt es natürlich auch thematische Überschneidungen. Wichtig, dass das einmal klar gesagt worden ist. Ich bin gespannt, wie oft diese Frage noch gestellt werden muss, damit sie auch vom letzten Journalisten in diesem Land noch verstanden wird. Ein Punkt, der mir besonders am Herzen gelegen ist, war auch die Diskussion über einen etwaigen Regierungsbildungsauftrag an Herbert Kickl. Und auch da hat er die Dinge klar beim Namen genannt. Es geht um den Bundespräsidenten Van der Bellen, der sich mittlerweile benimmt, als ob er ein Monarch wäre, als ob er quasi die Verfassung dazu verwenden könnte, seine eigene Privatmeinung ständig durchzusetzen. Und genau das tut er ja, indem er sagt, er denkt darüber nach, dem Herbert Kickl überhaupt einen Regierungsbildungsauftrag zu geben, auch wenn er die Wahl gewonnen hat. Das sind tatsächlich Tendenzen, die sehr, sehr problematisch zu bewerten sind und wo man wirklich mal nachdenken muss, in welchem Zustand diese Republik eigentlich mittlerweile gelandet ist. Also sehr, sehr interessant, wie der Zugang der Grünen Minimalistenpartei eigentlich ist. Das ist ein Präsident, der momentan im Amt ist und der ganz offen zugibt, dass er im Falle des Falles, wenn es ihm politisch nicht passt, auch einen Amtsmissbrauch begehen würde. Also auch da war es wichtig, einmal klar zu sagen, was hier Sache ist und wo auch die Gefahren liegen, beziehungsweise worauf man auch tatsächlich achten muss. Alles in allem, glaube ich, war es ein ausgezeichnetes Sommergespräch. Ich möchte den Herbert Kickl dazu auch wirklich beglückwünschen. Er hat mir in vielen, vielen Bereichen, ich muss eigentlich sagen in allen Bereichen, wirklich aus dem Herzen gesprochen. Jetzt ist aber eines wichtig, dass wir gemeinsam unsere Zukunft in die Hand nehmen und uns von den etablierten politischen Parteien nicht hinters Licht führen lassen. Es gibt keine Rechtsextremismusdebatte, es gibt in Wahrheit auch keine Debatte darüber, ob die FPÖ noch am legalen Boden steht oder nicht. Nein, wir sind eine demokratisch legitimierte Partei, die gewählt worden ist, die mit Mandaten ausgestattet worden ist und die hoffentlich
beim nächsten Mal auch mit noch mehr Mandaten ausgestattet wird, um eines sicherzustellen, dass dieses Land in die richtige Richtung umdreht, muss man ja schon fast sagen, denn alles das, was in den letzten Jahren passiert ist, hat uns ja mehr in die Irre geführt. Ich habe es bereits vorhin erwähnt, interessant ist dann immer, und da kann man heute in den Medien mannigfaltig nachlesen, wie sich dann die Journalisten gegenseitig beurteilen und dann bewerten. Ich hätte es gerne mal umgekehrt. Ich hätte gerne mal eine Politikerrunde, die Journalisten in diesem Land bewertet und einmal auf deren Performance hinweist. Vielleicht mache ich das auch mal als Mediensprecher, weil vielleicht mal eine ganz witzige Geschichte. Die Frage ist nur, ob uns das dann nicht irgendwie als Hetze auf den Journalismus ausgelegt wird, aber egal. Nichtsdestotrotz ist es witzig, wie man merkt, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Ein Journalist bewertet den anderen positiv, der Politiker war schlecht, das kommt am Ende des Tages immer heraus. Aber wie gesagt, man hat sich insofern verspekuliert, weil man nicht mit einem Herbert Kickl gerechnet hat. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder.